Ja, hallo Leute, endlich geht es weiter mit EU3 Multiplayer. Tja, wir haben hier voll die Pläne und so. Ja. Was jetzt machen? Und zwar, wir haben uns wirklich gedacht, weil die USA gerade durch die riesige Rebellenarmeen so geschwächt sind, wäre jetzt eigentlich der perfekte Zeitpunkt für einen Angriff, aber da sie ja als Verbündete Großbritannien und Spanien haben, sind wir flottentechnisch ganz sicher unterlegen. Und damit wir trotzdem gewinnen, können wir auf jeden Fall es nicht wagen, dass wir Armeen durch den Atlantik nach New York schicken müssen. Deshalb haben wir uns gedacht, wir besetzen irgendeine kleine Insel in der Karibik und von der Insel aus probieren wir dann nachher New York zu besetzen. Genau. Und die kleine Insel wäre was nochmal genau? Kuba oder Haiti oder was gibt's denn hier noch so? Naja, das wären eigentlich die beiden besten, glaube ich. Jamaika. Ja, Haiti hat nur 3 Provinzen, das wäre vermutlich am klügsten. Ah ja, Haiti, da ist Haiti. Obwohl, warte, die Niederlande, die kannst du doch, die willst du doch sogar angreifen, die hätten dort auch eine Provinz, die könnten wir gleich übernehmen. Echt? Was sind Curaco. Die? Curaco, ah ja. Sollen wir... Ja, denen kann ich, glaube ich, den Krieg nicht erklären, wegen einem Kriegs... Friedenswaffenstillstand. Ja. Friedenswaffenstillstand, ja. das war sinnvoll. Bis wann? Bis... 16. Oh, das rennt nächste Woche ab. Nächste Woche, okay. Gut, dann fangen wir mal an langsam. Wir wollen das Spiel natürlich nicht überfordern. Ich habe ja keine Ahnung, was wir gerade gemacht haben. Ja, ich weiß es auch nicht mehr so genau. baue ich irgendetwas aus? Was bringt denn... Hier. Ich werde mal die ganzen Armeen wieder hochzüchten, nachdem die so zerlegt wurden. Ja, ich baue erst mal ein bisschen meine Marinebasen aus. Also meine Häfen eben. Marinebasen. Marinebasen. Und was mache ich noch? Armeemäßig, glaube ich, könnte eine zusätzliche Armee brauchen. Ja, eine zusätzliche Armee würde eindeutig ganz klug sein. Ja, also ich habe eigentlich eine ziemlich große Armee jetzt aufgestellt hier. Naja, wie viel hast du insgesamt gar nicht? Gesamt habe ich 51. Okay, und ich muss dir sagen, ich bin die Seenation und habe 75. Oh. Ja, okay, ich könnte mehr machen. Ja. Oh Gott, ich will jetzt keine Stabilität verlieren. Andererseits, weniger Steuern sind auch nicht gerade förderlich für 30 Jahre. Und für den nächsten Krieg, der kommt. Na, ich muss den Stabilitätsverlust fast nehmen. Die Stabilitätsverlust. Die Stabilitätsverlust. So wollte ich das. Gut, wir können Verteidiger des Glaubens werden. Was ist das hier genau? Identität, Totalisation, Identitätskosten, nein. Ist das nicht wert? So. Ja, soll ich noch eine zusätzliche, schweres Wort, Armee bauen? Ja. Ich denke schon. Wir werden alles, was wir... Ich habe keine Ahnung, wo du bist, aber wir brauchen das sicher alles. Ja. Dadurch, dass meine Truppen so zerstreut waren, habe ich jetzt keine Leute mehr zum Nachproduzieren von... der ganzen Armee. Also keine Manpower. Ja. Okay. Ja, egal, die kommt schnell wieder. Ja. Bei einem großen Land wie Deutschland vor allem. Also groß von der... 3000 Leute, wo? Hey, ist du was? Ja, ich habe 2400. Ich bin halt wirklich eher die Seenation unter uns beiden. Ah ja, irgendjemand hat mir geraten, ich soll Zypern angreifen. Okay, da habe ich keinen Kriegsgrund, das noch mehr Stabilität verlieren, riskiere ich wirklich nicht. Ich habe irgendwie so das dezente Gefühl, dass uns, während wir dann in dem Superkrieg gefangen sind, auch noch Russland und die Türkei oder so angreifen werden. Glaube ich nicht. Aber auf jeden Fall sollten wir das schneller mit den USA erledigen. Ich weiß nicht wie viel, sonst holen sich die Leute wahrscheinlich noch mehr alliierte Leute dazu. Ja, hast du eher eine Flotte, die groß genug ist, um wirklich massiv Truppen nach Amerika überzusetzen?
Nee. Auf keinen Fall, glaube ich. Warte mal. Ja, wir brauchen nämlich 7 Transportschiffe. Nee, 9 Transportschiffe. Okay, und 15. Okay, du musst deine Flotte noch extrem verstärken, weil du wirst im Norden gegen England einen Seekrieg führen müssen. Und England ist. Also, ich werde eher schauen, dass ich gegen Spanien irgendwie mich verteidige und. Tja. Also sollte ich jetzt lauter Transporter machen, oder? Nein, nicht unbedingt lauter Transporter, weil zum Rübertransportieren müssen wir einfach sowieso ein paar Mal hin und her fahren, aber ohne, dass uns Feinde angreifen. Und eher Großschiffe, damit du viel Kampfkraft hast, damit du gegen die englische Flotte dich gut zur Wehr setzen kannst. Okay, ich habe jetzt 11 verschiedene Schiffe produziert, das sollte reichen. Fürs Erste jedenfalls. So, was sagst du, schaffen wir es? Ja. Ich glaube auch nicht wirklich dran. Aber ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. Ja. Weil später wird es noch viel schwerer. Oder wir lassen das mit der Flotte und probieren uns gegen Russland durchzusetzen. Ja, auf jeden Fall. Naja, ganz ehrlich, Russland wird immer stärker und wir werden ungefähr im gleichen Tempo stärker. Es wird später nicht einfacher. Allerhöchstens, wenn Russland auch irgendwann Revolutionen hat, weil es zum Beispiel China annektiert oder so. Tja, ja. meine Mission ist gerade, dass ich die Heilige See erobere und deswegen. Oder Holy Sea, was heißt das? Naja, auf jeden Fall, dass ich Rom irgendwie erobert. Okay. wirst du, glaube ich, eher nicht tun. Ja, habe ich gerade. Was zum. Die Niederlande vassalisieren. Ja, toll. Das könntest du. Das wäre eine sauverdammt gute Idee. Wo sind die eigentlich da? Direkt über dir, weil wenn du sie vassalisiert hast, dann haben wir automatisch die Provinz in Amerika, die wir brauchen, als Ausgangsprovinz für die Invasion. Ja, sie haben nur Irland und Portugal oder so. Das könnte ich jetzt sofort eigentlich machen. Soll ich machen? Ja. Gut. Irland und Portugal haben die dann wieder Verbündete, vermutlich. Irland, Okay, es ist beides keine Ultra-Allianz. Belgien, Niederlande. Obwohl, Irland kann Belgien rufen, Belgien kann Schweden und einige andere rufen und die rufen dann weiter und weiter. Könntest du vorher abspeichern oder so, das wäre recht unklug. Nein, ich glaube nicht, dass wir den Krieg verlieren können, oder? Ja, stimmt eigentlich. Die Niederlande. Gegen die Niederlande. So, bin gespannt, ob du die Niederlande auch gleich übernehmen kannst oder ob die zu viel noch kosten. Also halt, was soll ich ehrlich gesagt wundern. Ich werde das gleich erstürmen. Hm? Erstürme nicht. Ah, okay. Sondern stell einen kleinen Trupp von 2-3 Leuten in die Provinz, in jede. Okay, ja, die haben nur 2 Provinzen, also. Gut. Gut, Kriege klären. Vassalisierung? Ja. Los, Krieg erklärt. Okay. Den Krieg solltest du extrem einfach gewinnen können. Ja. Irgendjemand sonst? Ja, Irland und Portugal sind eingestiegen, aber. Warte, du bist mit Kanada alliiert? Ja. Das könnte extrem nützlich sein gegen die USA. Ich frage mich nicht, wieso ich das überhaupt bin, aber. Naja, aber Kanada liegt halt direkt drüber, also das könnte uns wirklich helfen. Okay, die New York ist von Nobel-Rebellen besetzt, also besteht leider keine Chance, dass es zu einer Nation wird, zu einer eigenständigen und wir dann in einem Mini-Krieg es nehmen können. Schade. Okay, ich habe Holland schon wieder erobert. Ja, kannst du vassalisieren? Oder? Ja, ich weiß noch nicht, ich kann auch nicht mal einen Typen hinschicken. Ach so. Okay. Das ging jetzt so schnell. So, ich könnte mal ein bisschen meinen Handel verwalten. Investieren wir. Demand Tributes. Tribute accept. Also vassalisieren soll ich sie, oder? Ja. Gut, das funktioniert. Ja, oder annektieren ging ja auch, aber ich glaube, das wird deinen Ruf noch mehr schwächen. Ja, und das wäre nicht so gut. Vassalisieren ist genauso okay. Okay. Ich verlange noch Geld und
Soll ich das machen? Nee. Ich nehme jetzt noch alles mit, was geht. Holland bringt uns auch noch eine relativ, also naja, nicht wirklich große, aber eine gar nicht so schwache Flotte mit. Und das wird uns auch nochmal helfen in dem Seekrieg gegen England und so. Und hast du jetzt übrigens eh schon ein Bündnis auch mit Böhmen und so gemacht? Ich glaube nicht, nee. Wieso? Weil das irgendwie für dich nützlich wäre, wenn die dir helfen in einem Krieg. Okay. Weil sie ja deine Vasallen sind, müssen sie nämlich sogar annehmen. Gut, Holland auch dein Vasall. Ja, hat funktioniert. Sehr schön, damit haben wir eine Ausgangsprovinz für eine Invasion. Gut, wo ist Böhmen? Da ist Böhmen. Stell mal um eins noch schneller, oder? Ja. Vor dem Krieg. Böhmen heißt Tschechische Republik hier. Ah ja. Und mit den Niederlanden brauchst du auch unbedingt dein Militärbündnis. Ja, das sollte aber, soll sie sich erledigen lassen. Gut, ich habe jetzt auch militärischen Zugang zu ihrem Land. Dann werde ich mal in Curacao meine erste Armee landen. Oh, ich bin mit ihnen alliiert und sie sind Vasallen. Sie sind Vasallen von mir? Ah ja, genau. Hey, ich bin auch mit Mexiko alliiert. Ich kann auch von Mexiko aus starten, sehe ich gerade. Und du von Kanada aus. Das ist dann eigentlich um wesentlich einiges viel klüger. Ja. Gut, dann schicken wir unsere ersten Armeen. Ich nach Mexiko, du nach Kanada. Und Kanada. Ja. Gut, ich habe jetzt eben nur 9 Transportschiffe, also das sollte... Ja, dann musst du eben immer nur 9 auf einmal. Ich werde jetzt auch mit nur Transportschiffen fahren, weil ich einfach zu viel Angst habe, die Großschiffe zu verlieren. Ja, dann fahre ich auch nur mit den Transportern. Wie wähle ich die genau aus nochmal? So. Ich bin verwirrt. Okay, so. Ich hoffe einfach, dass Frankreich jetzt zerfällt. Noch vor dem Krieg vielleicht sogar. Damit wir keine Invasionen von den Spaniern durch Frankreich fürchten müssen. Eine Revolte? Hm. Ah, habe ich hier überhaupt schon? Gut. So, dann landen wir unsere ersten Truppen in Mexiko. Ja, ich würde meine ersten 9 Leute jetzt mal rüberschicken. Ich hoffe, das funktioniert, ohne dass das alles kaputt geht. Ja, das kann es ja leicht sein, dass du jetzt einen riesen Flottenteil verlierst. Ja, ich schicke jetzt nur die Transporte mit. Ja, klar. Gut, ich würde sagen, stellen wir beide ungefähr unsere halbe Armee jeweils nach Amerika und die Hälfte behalten wir hier, oder? Ja, würde ich auch sagen. Dann werde ich von meinen 6 Truppen 3 hinüber chauffieren. Oh Gott, die Armeen allein ist natürlich Verluste ohne Ende. Ach du Scheiße. Ach du, so ein Dreck. Hm? Ich bin noch im Krieg mit Irland und Portugal. Okay, die haben sicher deine Transporter versenkt, oder? Ja. Ja, dann schau, dass du mit ihnen einfach Frieden schließt und... Ja, die Transporter, das wird ganz geil. Können wir sowieso nicht mehr zurückholen. Geld hast du sowieso genug, oder? Dass du die Transporter nachbauen kannst. Ja, sowieso. Du acceptest offer, okay. Ja, gut. Jetzt nur noch mit Portugal Frieden. Okay. Nachdem wir, falls wir es jetzt wirklich schaffen sollten, nur mal theoretisch. Ja. Sollen wir dann gleich als nächstes uns mit Russland anlegen? Natürlich. Oder wollen wir in der Zwischenzeit, also davor, noch ein bisschen uns selber ein paar Vasallen aneignen oder irgend sowas? Ich glaube, wir sollten uns noch ein paar Vasallen machen. Nicht viele, aber ein paar. Ja, und vor allem in Übersee, glaube ich, wäre klug. Ja. So, ich hoffe, dass diese Häfen hier mich heilen können. Ja, sehr gut. Ich habe eine Armee in Mexiko. Gut, ich werde jetzt mein Schiff rüberschicken. Los. Hast du jetzt eh schon Frieden geschlossen, oder? Ja. Okay. Boah, ich bin schon gespannt, ob wir das schaffen. Ich bin ja gespannt, wann mein Schiff das erste Mal kaputt geht. Ich
habe jetzt nur 8 Transporter. Die USA sind halt schon ein Riesending. Ja. Klotz. Warte mal, wäre es vielleicht klüger, wenn ich auch in Kanada stehe, dass wir eine vereinte Armee haben und nicht zwei kleine? Ja. Ja, dann werde ich nachher noch meine Armee wieder rüber schiffen eben. Aha. Gut, wie viele Truppen schätzungsweise werden die USA haben? Ich nehme mal an, so an die 100.000, oder? Ja, mindestens. Dann schauen wir, dass wir beide zumindest 50.000 haben, damit wir ihnen zumindest ebenbürtig sind. Ja. Obwohl sie ja sowieso auseinanderfallen, aber trotzdem. Der amerikanische Teil wird kaum auseinanderfallen, weil dort nirgends ein anderes Land, okay, ein paar Indianerstaaten, aber sonst hat dort niemand Ansprüche. Ja. Finnland will eine Staatshochzeit. Naja, warum nicht? So, ich könnte währenddessen probieren, meine Bündnisse ein bisschen zu vermehren. Vielleicht vor allem mit den kleinen Staaten hier im Balkan. Die das alle nicht wollen. Also. Ja, ihr werdet gerade von dem Osmanischen Reich überrannt. Aber ihr wollt nicht irgendein Bündnis oder so mit mir, klar. Nein, mein Schiff ist bei der Rückreise schon wieder zur Hälfte tot. Oh, ja, bei mir sind gerade so viele Leute gestorben. Hey, ich muss gar nicht meine... Die USA haben mir gerade Militärzugang gegeben. Ich latsche jetzt einfach quer durch unseren Feind nach oben. Und dabei habe ich dann vielleicht auch schon Spionageinformationen, wie viele Truppen sie wirklich haben. Dadurch. Ich muss aufpassen, dass ich keine Rebellen vernichte. Sieht toll aus, wenn deine Leute hier durchlaufen. So. Okay, die brauchen da ein ganz schön langes Weilchen, bis sie dort oben ankommen. Aber ganz offensichtlich können sich die USA nicht besonders gut gerade wehren. Also in ihrem Heimatgebiet schon, aber in Frankreich zumindest, wenn du dir das ansiehst. Toll, ich habe gerade 5 Schiffe verloren. Ich habe vorher schon... Ich habe alle Schiffe verloren. Okay, ich habe 11 bisher verloren. Geil. Ja, ich muss jetzt ein bisschen warten, bis ich wieder Truppen rüberschicken kann. Ja, ich probiere es noch einmal mit einer zweiten Armee. Vielleicht, wenn ich einen Admiral in die Armee stelle, auf das Schiff eben. Wir haben ja beide eigentlich genügend Geld, oder? Wir könnten ja drüben sonst Leute anheuern. Können wir das? Sobald wir Gebiet besetzt haben. Und ich habe nicht wirklich viel Geld, ich habe 400. Oh, ich habe 7200. Ah ja. Dafür habe ich Technologie. Gut. Danish North Africa. Naja, bisher ist mir keine einzige Rebellenarmee und auch keine einzige amerikanische Armee wirklich begegnet. Also, vielleicht haben sie wirklich keine Armee, aber ich wüsste nicht, wie das gehen soll. Naja, die werden sicher zu produzieren anfangen, sobald du irgendwas machst. Ja, also es geht, glaube ich, wirklich am meisten um Schnelligkeit. Wir sollten einfach schauen, dass wir von Kanada aus ganz schnell die Gebiete bis zu ihrer Hauptstadt hinerobern. Und sobald dann Konoi uns gehört, sollten sie, glaube ich, relativ aufgeben. Okay, meine zweite Armee muss nur noch eine Provinz schaffen und dann kommt sie auch an. Dann schicke ich meine Flotte nochmal zurück und hole noch eine. Österreich will die ganze Zeit irgendwas von mir haben.
Was machen Nil? Tja, ich kann jetzt eigentlich nur noch warten, bis meine ganzen Schiffe wieder produziert sind. Jo. Klar. Wir dürfen mal wirklich nicht zu lange brauchen. Also du produzierst eh in jeder einzelnen Seeprovinz, oder? Ja. Okay, weil wenn wir zu lange dafür brauchen, für das ist alles, dann werden die USA ihre Armeen nachgebaut haben und die Rebellen besiegt haben und dann wird das Ganze 10-mal schwerer. Das sollten wir, wenn möglich, irgendwie vermeiden, versuchen. Gut, mit Holland und der Tschechischen Republik hast du jetzt ein Bündnis, oder? Ja. Okay. Weil wir müssen nachher, also erklären wir beide den Krieg, glaube ich mal. Und holen beide alle Bündnispartner, die wir haben. Also ich zum Beispiel Mexiko eben. Ja, ich werde Kanada natürlich reinholen. Ja, und auch eben...